Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Heute Nacht dachte ich mir, werde ich einfach mal eine Kamera wieder in meinem Zimmer aufstellen. Ja, ihr hört richtig. Ich werde es mich jetzt einfach trauen und eine Nacht mit dieser gruseligen Puppe hier verbringen, die einfach mal in diesem seltsamen, verfluchten Megan Happy Meal war, das vor meiner Tür lag. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an, Leute. Da war diese Puppe mit dabei und guckt die euch einfach mal an. Die sieht so gruselig aus. Was ist mit der bitte passiert? Soll das Megan sein? Warum lag die bei mir in dem Happy Meal mit da drin? Also, ich hasse Puppen. Oder weiß es irgendjemand, dass ich Puppen nicht mag? Keine Ahnung, aber die sieht richtig gruselig aus. Ich sag's euch, Leute. Ja, das ist gefühlt mein wahr gewordener Albtraum, mit so einer gruseligen Puppe eine Nacht zu verbringen. Aber ich werde ja, wie gesagt, die Kamera aufstellen. Und wenn irgendwas ist, dann habe ich es auf Kamera, Leute. Wir werden es zusammen dann am nächsten Morgen anschauen. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert ist, ob die sich irgendwie bewegt hat. Auf jeden Fall. Warum geht das schon wieder aus? Alter, ist das ein Zeichen? Jan! Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Hat das irgendwie so eine negative Aura, diese Puppe hier? Das ist nicht mehr normal, Leute. Oh, macht mir das herzlich Angst. Das ist wirklich so schön. Was ist damit los? Bei mir spukt es. Ah, das ist von selber wieder angegangen. Ich habe gerade... Oh mein Gott, seht ihr das? Ich schwöre, was ist damit los? Ich habe letztens noch geschaut, ob damit irgendwas nicht stimmt. Hier, da wo man das an- und ausschalten kann. Aber da war alles in Ordnung. Ich habe das Gefühl, vor allem bei Megan dreht das völlig durch. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Komm mal ganz schnell zum Punkt, Becky. Falls irgendwas passiert sein sollte, soll ich dann vielleicht als nächstes diese Puppe hier mal aufschneiden? Könnte vielleicht sein, dass da irgendwas drin ist oder so. Meint ihr, ich soll diese komische Megan-Puppe hier öffnen? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 14.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, das ist eine gute Idee. Und ich soll da mit euch zusammen reingucken. Ansonsten schmeiße ich die einfach weg. Weil, ja, ich möchte die nicht zu Hause haben. Ich mag solche Puppen nicht. Und nein, Leute, ich packe nicht alle in die heilige Waschmaschine, okay? Weil da ist langsam kein Platz mehr sonst. Und Leute, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr auch kein neues Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann erst wieder, wenn ich schlafen gehen werde. Also, bis später. So, Leute, es ist jetzt 22.34 Uhr. Ich grusel mich. Ich weiß nicht, wo die ausgegraben wurde, aber ich will es auch nicht wissen, Leute, weil die sieht sehr schmuddelig aus. Bah, die Augen. Die können sich auch noch öffnen. Ich hoffe nicht, dass sie sich von selbst bewegt. Auf jeden Fall lasse ich das Licht an, weil ohne Licht werde ich definitiv nicht schlafen können. Und ja, ich glaube, das ist schon der beste Ort, oder? Weil dann hätten wir sie im Auge, wenn irgendwas ist. Ich habe mich auf jeden Fall schon in mein Pyjama geworfen, in mein Chip und Chap. Pyjama. Sehr cute. Ich wünsche euch... Nein. Ich wünsche euch keine gute Nacht. Ich wünsche mir eine gute Nacht. Und ich gehe jetzt schlafen. Ich hoffe nicht, dass nichts passiert. Ich habe Angst vor dieser Puppe, ey. So, Leute, wir haben es jetzt den nächsten Morgen. Ich habe mich gerade eben fertig gemacht und jetzt werden wir zusammen schauen, ob irgendwas auf Kamera aufgenommen worden ist. Aber Leute, ich habe das Gefühl, dass was passiert ist. Ich weiß auch nicht, ich bin plötzlich wach geworden. Es war irgendwie so laut auf einmal. Ich konnte nicht zuordnen, woher das Geräusch kam. Es war alles irgendwie scheinbar unverändert. Neben mir lag noch die Puppe, aber irgendwas war richtig laut und ich bin wach geworden plötzlich. Ich habe rumgeschaut. Ich habe Angst bekommen, aber ich bin dann nachher wieder eingeschlafen, weil ja, alles normal zu sein schien. Aber ja, wir werden, wenn dann ja, herausfinden, was passiert ist, weil die Kamera hat die ganze Nacht über aufgenommen. Deswegen, ich bin super gespannt, das jetzt mit euch zusammen anzuschauen. Hofft für mich, dass es irgendwie nur von draußen kam. Aber irgendwas war richtig laut. Alter, warum bin ich so warm? Okay, Leute, da bin ich eingeschlafen. Okay. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wann das war. Also ich wälze mich darum. Die Puppe, bewegt die sich? Warte, hat die sich gerade bewegt oder war ich das? Das könnte von mir gewesen sein. Wegen der Decke? Keine Ahnung. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Irgendwas war richtig laut. Leute, ich sag's euch. Irgendwas war verdammt laut, aber ich weiß echt nicht, was... Warte, hier flackert es. No way, was... Was ist das? Ist das eine Störung an der Kamera? Flackert es. No way. Passiert das jetzt nochmal?
Also ich schlafe da einfach weiter. Da, es sieht so aus, als würde irgendwie die Kamera flackern. Passiert das nicht nur, wenn irgendwie etwas anwesend ist, Leute? Es gibt ja so Leute, die Geisterjäger sind, ne? Und wenn sowas passiert, dann sagen die immer, da ist irgendjemand anwesend. Aber ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich habe Angst, warum flackert das? Ist es das Licht, was ich angelassen habe, oder ist es die Kamera? Leute, das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht. Da. Das sieht so aus, als wäre eine Störung an der Kamera. Alter, liegt das jetzt an der verfluchten Aura von der Puppe oder so? Ist die Puppe verflucht? Oder liegt das an Megan selber? Ich weiß nicht, Leute. Die kann sich ja wahrscheinlich überall reinhacken oder so. Ich habe Angst. Alter, mein Herz. Das hat gerade richtig arg geflackert. Und ich penne einfach weiter, Mann. Da, schon wieder. Die Puppe bewegte sich. Leute, achtet bitte auf alles. Nein, das ist das Licht. Das ist das Licht, was flackert. Warum flackert das Licht? Das macht es auch nicht besser, Leute. Da sagt man ja auch immer, dass irgendwas anwesend ist. Warum flackert das so arg? Das ist die Lampe. Das ist hundertprozentig die Lampe. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich war anscheinend so tief am Schlafen, dass ich es nicht gepeilt habe. Ey, das ist verdammt gruselig, Leute. Woher kam aber bitte das Geräusch? Das war niemals die Lampe. Never ever war es die Lampe. Die war auch noch an Ort und Stelle. Das hätte ich doch bemerkt, wenn die einfach runtergefallen wäre oder so. Es flackert die ganze Zeit. Ey, das ist nicht mehr normal. Ich dachte echt wirklich gerade, das wäre erst die Kamera. Aber es ist die Lampe. Ich bin mir ziemlich sicher. Seid ihr auch euch sicher, dass es die Lampe ist, Leute? Dann macht mal jetzt irgendwie, gibt's ein Lampen-Emoji unten in die Kommentare. Oh mein Gott, jetzt dreht's völlig durch, Leute. Hier dreht es völlig durch. Oh mein Gott. Oh. Oh. Leute, lass mich, Leute, das ist richtig am Durchdrehen, Mann. Das wird immer schlimmer. Je später es wird, umso schlimmer wird es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wann hört das denn mal auf? Wie lange geht das? Die ganze Nacht über oder was? Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Die ganze Zeit geht es an und aus, an und aus. Manchmal flackert das so kurz und dann irgendwie ein bisschen anders wieder. Ey Leute, ich habe ja auch mal gehört, dass wenn man das Licht anlässt, es ja Geistern und Paranormalem einfacher macht, dich zu sehen. Deswegen ist es nicht unbedingt schlau, auch das Licht anzulassen. Jetzt, so wenn ich darüber nachdenke, ist es noch schlimmer sogar. Weil du checkst es ja gar nicht, dass es flackert oder so, wenn irgendwas ist. Moment, ich spule mal hier vor. Also, da ist jetzt auch nichts. Es hat aufgehört zu flackern. Warte. Wenn man ganz genau hinschaut, achtet bitte auf den Stuhl rechts. Das ist mein Schminkstuhl. Ich habe mich selber dann bewegt. Okay, ich dachte erst gerade, das wäre irgendwas anderes, aber es war meine Hand. Der Stuhl bewegt sich, Leute. Der dreht sich. Oh mein Gott, nein, das macht mir Angst, das macht mir Angst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der dreht sich so und dann... No way. Leute, das Sternlicht geht auch noch an. Hä? Seht ihr das? Leute, ich habe in der Ecke so ein Sternlicht stehen, ja? Als so eine Astronautenfigur. Das geht einfach mal von selber an. Und der Stuhl bewegt sich gleichzeitig. Wer oder was ist da bitte anwesend? Liegt das an der Puppe? No way, die Puppe ist verflucht. Die ist richtig verflucht, Leute. Was geht bitte in meinem Zimmer ab? Was ist bitte los? Wie lange geht das denn jetzt? Der Stuhl bewegt sich aber richtig heftig. Alter, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Was soll das?
Hör auf, dich zu bewegen, Mann! Der Stuhl war aber auch nicht umgekippt. Das hätte ich doch gecheckt, als ich rumgeguckt habe. Alter, wie geht das? Alter, der Stuhl macht mir Angst. Ich will den Stuhl nicht mehr bei mir im Zimmer haben. Wenn er sich einfach mal in der Nacht von selber bewegt, sowas will ich nicht zu Hause haben. Nein, danke. Und ich dachte schon, offene Schränke und Türen sind irgendwie gruselig. Aber Stühle, Mann, nein. Ich will keinen Stuhl mehr bei mir im Zimmer haben. Vielleicht sollte ich auch meinen Spiegel raustun. Alter, wie lange geht das bitte? Hat es jetzt aufgehört? Aber Sternlicht ist noch an. Es ändert seine Farben. Es ist ausgegangen. Es ist ausgegangen. Der Stuhl bewegt sich weiter. Nee, ist nicht mehr normal. Ich peile gar nichts. Ich muss so tief und fest geschlafen haben. Okay, Leute, ich spule mal eben hier vor. Den Stuhl sehe ich nicht mehr. Das Licht geht auch nicht mehr an. Flackert das andere Licht noch? Nee. Hä, woher kam das laute Geräusch? Moment. Oh Gott. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ich habe das in mein Zimmer gekippt. Leute, hier geht gleich die Tür auf. Da, seht ihr das? Da. Wer ist in mein Zimmer gekommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind Haare. Das sind Haare. No way. War das Becken, Alter? Das sieht irgendwie so aus. No way, die waren in meinem Zimmer. Wie das denn? Hat die mich beobachtet oder was? Sie ist verschwunden. Tür ging zu. Das war das laute Geräusch. Leute, das war das laute Geräusch. Sie hat die Tür zugeknallt. Hier seht ihr das auch. Hier bin ich aufgeschreckt. Hier habe ich geschaut. Ich habe auch noch zur Tür geguckt, aber die war ja zu. Leute, das war die Tür. Das war einfach mal die Tür. Ist danach noch was passiert? Ich habe normal weitergeschlafen dann. Leute, die war in meinem Zimmer. Das muss Megan gewesen sein. Wer sonst?